Dieses Video ist keine Werbung. Dieses Produkt wurde von mir gekauft. Dieses Video ist meine persönliche Meinung und kein Product Placement. So, heute geht es um das hier. Das hier ist ein Chaiduino vom Shop eHello. Also eHello. Ich habe euch ja schon das Produkt vorgestellt, ganz kurz, und ich habe euch ja versprochen, dass ich auch noch zeige, wie das Ding zusammengebaut wird. Und ich werde auch ganz kurz dann auf seine Besonderheiten eingehen. Gut, lasst uns beginnen. Ich werde auch beim Zusammenbau mich zwar ziemlich an die Anleitung vom Hannes, also vom eHello, halten. Und ich möchte aber euch noch so ein paar kleine Tricks zeigen, die ich halt gerne so verwende. Und zwar, wir bekommen das Ganze als mehr oder weniger Bausatz geliefert. In so einer wunderschönen Tüte. Ja, ich liebe Ziploc-Sackerl. Werde ich mir gleich aufheben, weil die kann man für alles Mögliche verwenden. So. Was finden wir hier alles drinnen? Gut, das interessiert uns mal nicht. Sackerl interessiert uns auch nicht. Wir haben hier die Platine. Eine schöne zweiseitige. Die SMD-Bauteile sind schon alle schön vormontiert mit den zwei Reset-Tastern. Ich komme dann später darauf ein, warum zwei Reset-Taster, weil ein Arduino hatte im Prinzip nur eine Reset-Taste. Wieso haben wir zwei Reset-Tasten? Da komme ich später dazu. Dann haben wir drinnen die ganzen Stiftleisten, dass das Board auch kommunizieren kann. Das sind dann die, die hier auf die Seite montiert werden. Dann haben wir unsere Stromversorgung. Das ist so eine Hohlsteckerbüchse. Dann natürlich unseren USB-Port. Dann haben wir einen kleinen Schalter. Ui, der ist so klein, dass man den in der Kamera kaum sieht. Der hat auch eine wichtige Funktion oder für manche wichtige Funktion. Ich komme dann auch in dem Video später drauf ein. Dann haben wir, oh Wunder, einen Jumper. Dann haben wir natürlich die Jumperbrücke dazu. Kann ich was ganz Spezielles damit machen. Dann diesen sechspoligen Stecker für die für diese ESP In-System Programmer. Oje. Und ihr seht, chinesisches fällt schon das Gehäuse auseinander. Wo sind die LEDs? Da sind die LEDs. Das heißt, baue ich später wieder zusammen. Dann 1, 2, 3 IC-Sockeln. Das hier ist den, den wir wahrscheinlich am öftersten brauchen. Für den ATmega 328P und PIN kompatible. Dann einen für manche ATtini Modelle braucht man den. Und dann für die ganz kleinen ATtinis. Oder PIN kompatible kann man auch hineingeben. Und dann wird mitgeliefert ein ATmega 328P PU schon mit der Arduino Firmware fix fertig drauf. Gut, und dann wollen wir mal anfangen, das zusammenzubauen. Wir tun uns leichter, wenn wir dann eine dritte Hand auch verwenden. So, wir fangen einmal an. Ich werde mal so zusammenbauen, wie eHello das auf seiner Webseite die Reihenfolge macht, nur ich werde ein bisschen was anderes machen. Und wenn ich was anderes mache als die Anleitung sagt, dann werde ich euch das sagen.
Gut, wir stecken zuerst mal den ICE-Sockel da hinein. Passt genau. Und dann ganz ein kleiner Trick. Wenn wir das anlöten, löten wir nicht gleich mal alle Pins, sondern wir löten diagonal. Wir drücken das mit einem Finger mal ein bisschen an und verlöten dann diagonal mit zwei Pins. So, zwei Pins verlötet. Und jetzt können wir mal überprüfen, ob der Sockel wirklich plan auf der Platine aufsitzt. Das tut er. Und dann können wir die restlichen Pins verlöten. So, nach dem Löten überprüfen wir mal optisch, dass wir keine Kurzschlüsse drin haben. Passt alles, sind schöne Lötpunkte. Weil man sieht das nicht in der Kamera sehr gut. So, dann machen wir mit den nächsten IC-Sockeln weiter. Und ganz wichtig, ihr habt hier eine Markierung. Und hier die Markierung auf der Platine. Und die Markierung geht immer Richtung ESP-Board. So. Machen wir die nächste. Und dann gibt es noch einen Trick, weil die kleineren Sockeln sind ein bisschen tiefer. Wenn ich die jetzt umdrehe, fällt mir der raus. Und ich verwende dafür gerne eine dritte Hand. Ihr könnt aber auch alternativ eine Wäscheklammer verwenden. Und da tut euch ganz leicht, wenn ihr da so ein Schaumstoffding von den ICs da hinten in der Mitte drauflegt, das da mit der Wäscheklammer fixiert. Weil dann liegt nämlich, dass man schön in der Kamera sieht, der IC-Sockel auch sehr schön plan auf, was er ja soll. Gut, und dann verlöten wir. So, dann hätten wir den zweiten Sockel auch gelötet und zum Schluss Sockel Nummer 3. Für die ganz kleinen Artitinis, die ich für manche Projekte sehr gern verwende. Ich habe davon einen ganzen Haufen auch da. Das sind diese ganz kleinen. Aber für viele Projekte ist der völlig ausreichend. Dann löten wir Nummer 3 ein. So, ist das erledigt. Machen wir wieder unsere optische Prüfung. Perfekt. Gut. Als nächstes löten wir die ganzen Stiftleisten ein. Und da schauen wir mal, welche reinpassen. Und das Problem ist mit den Stiftleisten, der eHayo schreibt auf seiner Webseite, man soll die Stiftleiste reinstecken, mit einem Lötpunkt fixieren und dann durch Aufschmelzen praktisch wieder einrichten. Nur wenn man Sheets draufstecken will, müssen die alle gleich eingerichtet sein. Und da habe ich einen ganz einen speziellen Spezialtrick, nämlich Stiftleiste. Ich stecke ganz einfach eine Stiftleiste auf die. So, weil damit sind die zumindest mal in eine Richtung schön ausgerichtet. So, als nächstes löten wir die Pinheader an. Und da fange ich gerne an mit dem Pinheader für den ESP-Port. Und da machen wir wieder unsere schöne Wäscheklammer-Methode. Hoffentlich merkt meine Frau nicht, dass ich ihr da die
Wäscheklammern klau. Und dann jammert es wieder, hey Boris, wo sind die ganzen Wäscheklammern? Ja, ich habe doch nur eine gebraucht. So. Dann haben wir unseren Pinheader wieder. Schauen, ob er schön ausgerichtet ist. Ja, perfekt gerade. Und jetzt löten wir die restlichen Pins an. So, dann hätten wir mal den ESP-Port. Und dann kommt unser Jumper. Der kommt an diese Stelle hier, gleich hinter den Reset-Pins. Und der ist etwas tricky zum Löten. Aber den befestigen wir wieder mit unserer altbewährten. Ich habe eine Wäscheklammer. Und das geht nämlich nicht so. So, bei den Pins, bei dem Pinheader, weiche ich jetzt etwas von der EHIO-Anleitung ab. Und zwar, ich zeige euch einen Trick, wie man so kleine Dinger, ich mache hier nur einen ganz kleinen Lötpunkt her. Dann nehme ich den Pinheader. Fädel ihn da drauf, drück ihn an, und wenn ich ihn andrücke, schmelzt sich kurz das Zinn und zack, ist er drinnen. Und dann verlöten wir ihn richtig. Und verlötet. Und gerade. Ja, beim ersten Board ist er mir nicht wirklich gerade gelungen. Okay. So, dann fehlen uns noch zwei Sachen, die wir löten müssen. Erstens unsere Hohlbüchse für die Stromversorgung und unsere USB-Büchse. Die USB-Büchse stecken wir an die richtige Stelle. Drücken Sie an und dann biegen wir ein bisschen diese Haltekontakte um. Und schon hält sie uns. Dann fange ich gern an mit den Haltekontakten, dass ich die löte. Dauert ein bisschen länger, weil da haben wir eine ziemlich große Fläche. Und wenn wir das jetzt angelötet haben, ist die Büchse fest. Und dann können wir uns um die vier Kontakte kümmern. Gut, USB-Büchse eingelötet und fixiert. Und jetzt kommt noch unser Hohlstecker. Den stecken wir da einfach hinein. Und der hat auch ziemlich große Lötflächen, das heißt, es dauert ein bisschen länger. Wir nehmen wieder unsere Wäscheklammer-Methode. So. Wir fixieren ihn dann mit der Wäscheklammer, dass er ziemlich gerade ist. Dass die Wäscheklammer den nicht hochbiegen kann, sondern runter, lege ich mal da geschwind irgendwas drunter. Dann verlöten wir mal einen Lötpunkt. Und damit hält das schon. Und jetzt können wir die restlichen Lötpunkte. So, und wenn wir das alles haben, löten wir zum Schluss den kleinen Schalter da ein. Der kommt an die Stelle. Und weil der beim Umdrehen sofort hinausfällt, löten wir den von oben an. Weil die Kontakte sind durchkontaktiert, das heißt,
Es ist egal, ob wir den von oben oder unten löten. So, und jetzt kommen wir zu ein paar Besonderheiten von dem Board. Da sie hier verschiedene AVM-Prozessoren reinstecken könnt, wisst ihr ja schon. Eine Besonderheit ist dieser kleine Jumper da oben. Ja, da können wir mit der Jumperbrücke, wenn sie offen ist wie jetzt, verhält er sich wie der Original Arduino. Und wenn die Brücke geschlossen wird, habt ihr einen AVM MK2 Programmer. Das heißt, ihr könnt direkt über die USB-Schnittstelle ohne Bootloader die Chips programmieren. Eine weitere Besonderheit sind hier hinten, dann gibt es eine Lötbrücke, die ist da oben hier. Das ist eine kleine Lötbrücke. Wenn die gesetzt ist, könnt ihr über ein Programmiergerät den kleinen AVR-Controller hier direkt programmieren, der die USB-Serielwandlung macht. Dann haben wir hier mehrere LEDs. Wir haben hier Power Good, 3 und 5 Volt. So, neuer Tag, neues Glück. Mit dem Schalter. Ah, ich muss doch kurz erzählen, was passiert ist. Und das ist mir noch nie passiert. Kamera-Akku, der Akku vom Audiorekorder, waren ziemlich gleichzeitig leer. Und ich habe nicht mitbekommen, dass die Aufnahme von selber gestoppt wurde. Und das nächste Problem, ich will euch ja mit der Software auch etwas zeigen. Und mein Screen Recorder, dadurch, dass ich zwei Monitore habe, hat auf einmal beide Monitore aufgenommen. Und jetzt habe ich das mal umstellen müssen, dass er nur den Hauptbildschirm aufnimmt. Gut, fangen wir an. Also mit dem Schalter hier könnt ihr das komplette Board zwischen 5 und 3,3 Volt umschalten. Mit dem kleinen. Das ist nämlich dann interessant, wenn ihr zum Beispiel Sheets habt wie GPS-Module und so weiter, die einfach nur 3,3 Volt vertragen, nicht 5 Volt möchten. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen hier abgedunkelt, dass man die LEDs sieht. Ich hoffe, man sieht sie dann noch in der Kamera gut. Und dann stecken wir mal das Board an den PC an. Die Treiber habe ich alle schon installiert. Die gibt es auf der AHEO-Webseite mit einer sehr guten Erklärung, wie man die installieren sollte. Und ich arbeite, wie ihr seht, noch mit Windows 7. Und jetzt sehen wir hier als erstes mal, dass die zwei LEDs leuchten. Power Good 3,3 und 5 Volt. Das heißt, beide unserer Stromversorgungen sind in Ordnung. So, zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag. Das mit der Software zeige ich euch ein andermal. Denn mein Screen Recorder hängt sich immer irgendwie auf, wenn ich Atmel Studio versuche zu starten. Dann kommt auf einmal die Fehlermeldung, Atmel Studio reagiert nicht oder nach dem Neustart. Screen Recorder reagiert nicht oder irgendein anderer Blödsinn. Also typisch Windows halt. Okay, also die Software von dem ganzen Ding wird in einem weiteren Video nachgereicht. So, danke fürs Zusehen. Die Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung und auf einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich sehr freuen.